Willkommen zu einer weiteren Folge Coral Island. So, ich bin hier gerade an meiner Kuh vorbeigerutscht. Ich wollte sie eigentlich melken. Und bin gerade dabei, die ganzen tierischen Produkte einzusammeln, alle zu streicheln. Da kann man sich eigentlich nur freuen. Worüber man sich auch freuen kann, ist, dass der Winter so langsam sich dem Ende neigt. Wir haben heute den 19. Und ganz so lange hin ist es nicht mehr. Dann können wir endlich wieder ganz, ganz viel anbauen. Und ich würde heute ganz gerne mal schauen, dass wir doch Hartholz zusammenbekommen. Genügend, warte mal, ich hatte doch noch mehr Salz dabei. Ja, da, Salz. So, dass wir noch mehr Hartholz zusammenbekommen, damit ich dann endlich mal die Scheune erweitern kann. Damit da mehr Tiere rein können. Gut, die können da jetzt auch rein, aber ich bekomme dann endlich eine Ziege. Mhm. Und das wäre schon richtig super. Ein Zicklein. Gut. So, jetzt habe ich gehört, hier drin kann ich doch den Tee machen, den grünen Tee. Da werde ich mal gucken, ob dem wirklich so ist. Und ich habe jetzt nichts mehr. Nee, ich habe jetzt nichts mehr für die Eimergläser, ne? Das hier geht nicht in die Eimergläser. Und das meine ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich mit dem Kram? Geht das ins Eimerglas? Oh ja, naja gut, eingemachte Maiskolben, warum auch nicht. Gut, und im Moment ist eigentlich alles am Laufen. Honig, da könnte ich ein bisschen was machen. Blumen habe ich zum Glück noch sehr, sehr viele. Naja gut, ich kann ein bisschen was reinlegen. Ich dachte jetzt, weil da hinten hat man eben nicht gesehen, dass da was drin ist. Jetzt ist das doch zu sehen. Na gut. Schön. Dann kann das da nicht rein. Das kann da rein. Gut. Ja, das läuft noch durch, die Silberessenz. Eine läuft noch durch. Warte mal. Die Milch. Ich kann hier rein. Die Milch. Und die Eier doch, Mensch. Oh, ich habe zwei. Das ist ein Ding. Ja, dann packen wir das eine doch mal wohlbehütet hier rein. So, sehr schön. Dann kann ich mich mal so ein bisschen um den Rest kümmern. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wollte ich eigentlich mit der Silberessenz machen? Was hatte ich damit vor? Ich wollte... Ich weiß. Ich wollte meine Angel erweitern. Ja, die Angel wollen wir erweitern. Die müsste ich übrigens mal abholen. Oder ich hole sie dann ab, wenn ich sie eh erweitern will. Ja, machen wir das so. Das soll hier gar nicht rein. Das soll doch hier gar nicht rein. Das gehört doch hier rein. Ich warte. Oh. Alles nein. So, Holz, nö. Holz nicht da, Holz da. So, und ich habe jetzt nämlich 42 Hartholz. Und man braucht 50 Hartholz, meine ich, für die Erweiterung der Scheune. Das wäre schon gut. So, erstmal alle rein, was zu Geld gemacht werden kann. Das, bam, bam, bam. 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 Ja. Das war's. Was ich auch mal wieder gerne machen würde, ist in die Mine gehen. Ich habe da meine Goldspitzhacke noch gar nicht aus... Ich habe gar keine Goldspitzhacke. Ich habe eine Goldachs, Junge. Was zählst du denn da? Ja, könnte ich natürlich auch machen. Aber wenn ich jetzt eine Goldspitzhacke mache, dann habe ich kein Holz mehr für... Kein Holz mehr für das, was ich vorhabe. Hallo, Herr Fluff. So, gehen wir doch mal hier rüber. Ins Riesendorf. Zu den kleinen Riesen. Da ist niemand riesig. Die sind alle ganz klein. Bis auf der Häuptling. Der ist schon ein bisschen größer, ne? So, finde ich hier irgendwo... Einen Balken, hätte ich bald gesagt. Ein Stamm. Ah, da liegt einer. So, dann muss das nur noch funktionieren. Yes. Ja, das waren 6. Da fehlen 2. Jetzt fehlen mir 2. Na, die werden wir doch noch zusammenkriegen. Oh, hier, Ginseng. Habe ich einen Tipp bekommen? Kann ich wohl auch in das Fass packen? Oder was? Eimerglas? Weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall lässt sich was draus machen. Und Ginseng ist ja eh gut, ne? So wegen Gedächtnis und so. Das ist ja für mich genau das Richtige. So. Ja, jetzt fehlen mir wirklich 2 Hartholz. Das kann ja wohl nicht sein. Wo finde ich denn jetzt noch Hartholz? Ach, irgendwo wird doch bestimmt nochmal so ein Stamm rumliegen, oder?
wird doch nicht das einzige Mal gewesen sein, dass hier irgendwie so ein Stamm ist. Wie traurig wäre denn das jetzt? Och Mann. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Aber ich wüsste sonst wirklich nicht, wo noch. Liegen die hier manchmal rum? I don't know. Was bist du? Ist eine Gottesanbieterin, oder? Ja. Genau, und die müsste ich eigentlich schon haben. Okay, na gut. Na gut. Aber warte mal, hier oben. Na, da lag zumindest mal eine im Weg. Das aber... Übrigens, da drüben was zum Einsammeln. Aber ich komme da nicht hin. Doch jetzt. Hier kann man bestimmt schön angeln. Das muss ich mal ausprobieren. Da bin ich gar nicht weitergegangen. Ja, Zuckerbaumsamen. Ass rein. Wo komme ich hier? Warum komme ich hier? Nee, das war's. Also eigentlich nur, um da hinzukommen. Okay. Okay. Na gut. Gehen wieder zurück. Und suchen halt noch ein bisschen Hartholz. Oder ein bisschen Teebeere. Oder ein paar Auberginen. Black Beauty Auberginen. Ja, da habe ich jetzt ein paar Stück von. Die könnte ich wahrscheinlich auch irgendwo reinschmeißen. Ich brauche doch nur Hartholz. A little bit of Hart... Ah. Aber hier war ich schon, okay. Ein wenig Hartholz, das wäre schön. Nö. 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 Ja, dann wird es vielleicht erst was am nächsten Tag. Also diese Grafikfehler nerven richtig langsam, ne? Dieses Flackern und so. Es wäre schön, wenn die Entwickler irgendwie mal da was machen. Weiß ich, ob es mal recht lädt. Kann natürlich auch. Es ist ja oft so, dass gerade AMD-Prozessoren da so ein bisschen das Nachsehen haben. Und ich habe ja AMD-Grafikkarte. Also die AMD-GPU. Das hat meistens für Nvidia optimiert wird. Und ich weiß nicht, ihr könnt ja mal berichten, wenn ihr Nvidia habt, ob ihr das auch habt. Oder ob das allgemein drin ist. Und ich weiß nicht, ich finde so ein bisschen, es fehlt mir manchmal so ein bisschen das Bugfixing, ne? So ein bisschen schneller könnten die schon sein. Also letzte Update ist schon ein bisschen was her. Und es wäre schon schön, wenn man da ein bisschen mehr daher wäre. Und ich rede ja nicht von Content. Content ist ja genug da, aber... Oh, passiert was. Die Milli, was macht die denn da? Was schmeißen das da rein, sag mal? Oh, lustig, dass ich dich hier zufällig treffe. Dass ich dich zufällig... Was? Dass ich dich hier zufällig zutreffe. Sowas zum Beispiel, meine ich. Da könnten die auch mal was dran machen. Dass ich dich hier zufällig zutreffe. Ja, das ist wirklich falsch. Hey, was machst du? Du hast mich erwischt. Egal, ich probiere etwas aus. Es gibt da diese alte Legende, dass eine Göttin in den Gewässern von Coral Island lebt. Naja, mach keinen Scheiß. Echt jetzt? Mein Vater hat es erzählt. Von der habe ich ja noch gar nichts gehört. Bach oder See? See. Glaube ich. Sag es niemandem, aber ich werfe schon Blumen rund um diesen See seit... Meine Güte. Ja, ich habe es an vielen verschiedenen Stellen getan. Noch immer nichts. Ich weiß, dass es albern ist. Aber sind nicht alle Märchen albern? Wie dem auch sei. Ich habe mir gedacht, ich bringe nächstes Mal Blumen ins Spiel. Ich dachte, du hättest gesagt, dass du Blumen geworfen hättest. Nun, ich wusste nicht, ob das wirklich funktionieren würde. Und ich wollte keine Blumen verschwenden. Ich habe die Idee geprüft und Gras hineingegeben. Ich dachte, es funktioniert vielleicht. Aber das hat es nicht. Aber keine Sorge. Ich habe heute mit Blumen angefangen. Vielleicht kann man damit die Göttin beschwören. Was meinst du? Ich könnte dir sagen, wo die ist. Ich hoffe, ich habe die Göttin nicht entzürnt, weil ich ihr Gras gegeben habe. Ja, das hoffe ich auch nicht. Denn ich möchte noch ein bisschen was von der. Und da wäre das sehr ungünstig, wenn die entzürnt ist. Ich glaube, das kann ich vergessen. Hier wird nirgendwo Hartholz rumliegen. Hallo, Schmetterling. Aber ich könnte die Käfer mal abgreifen. Weil da waren ja drei Stück drin.
Dann nehmen wir die doch mal mit. War der neu? Ajo. Super. Na, endlich mal was. Endlich mal was Neues. Den haben wir noch nicht. Schön. Dann werde ich den gleich mal spenden. Ich wollte gerade sagen, zum Schmied kann ich, aber ich glaube, die machen 17 Uhr alle Schluss hier, ne? Ah, noch nicht. Weil ich habe doch noch eine Kiste. Die könnte ich mal öffnen lassen. Ja, da. Eine Salzlampe. Werkzeug aufwerten. Ja, so kann ich es natürlich jetzt nicht. Die Gießkanne habe ich noch gar nicht aufgewertet, aber brauche ich ja auch nicht. Weil, ja. Ja, Hartholz, da brauchst du, guck mal, da brauchst du 5 Hartholz für. Aber sonst ist es eigentlich recht günstig, ne? Das können wir auch mal angehen. Dass das Ding mal auf Gold geht. Das wäre schon schön. Wäre schon schön. So, jetzt habe ich da die Salzlampe, habe ich schon gespendet. Dann könnte ich sie aufheben zum Verbessern von meinen Gegenständen. Bei den Riesen, bei den kleinen Riesen. Da können wir das machen, so. Und das packe ich immer ganz gerne hier rein. Ach. Mensch, der Käfer. Der Käfer, den wollte ich doch noch spenden. Am besten gleich, am besten gleich. Da ist er. Düdelüm. Sehr schön. So. Ja, guck mal, schon wieder dunkel, ne? Die Zeit rennt wirklich. Aber es soll ja auch. Ich möchte ja, dass die Tage mit da schnell rumgehen. Ja, damit wir uns da nicht so lange aufhalten müssen mit. Genau, das Ginseng. Das will ich gleich mal ausprobieren. Ich habe ja noch eine ganze Menge hier. Also, eine Menge. Da könnt ihr auch mal gucken, was er machen kann. Damit sowieso. Eilig. Nimm's doch mal mit. Nimm's doch einfach mal. Halt. Nimm das doch einfach mal mit. Teeblätter. Das ist Basilikum. Da weiß ich auch, was wir mitmachen können, ne? Und das sind alles Blumen. Und Kakaobohne, da weiß ich auch, was wir machen können. Warum liegt das alles hier? Warum? Eine Birne, die wirst du auch irgendwo reinstecken können. In irgendeiner Gefäße. Und ja, der Rest bleibt dann auch jetzt wirklich hier. Ja, so trage den Ginseng. Auf dass er uns Reichtum bringt. So, schon wieder einiges fertig. Zack, zack. Ja, okay. Ah, hier geht er rein. Okay, hier kannst du Ginseng reinpacken. Das ist doch gut, haben wir wieder ein bisschen was. Ist nicht viel, aber der Mensch freut sich. Was ist mit den Dingern? Ach, die gehen hier auch rein. Ja, guck mal. Und ich sage mal, ich habe nichts mehr zum Reinpacken. Ich habe doch was zum Reinpacken. Okay. Dann packen wir erstmal hier alles rein. Bam, bam. Teeblätter. Ja, ich packe das Basilikum jetzt erstmal hier rein. Weiß nicht, für irgendwas wird es vielleicht auch gut sein. Den Grünkohl. Lecker. Also das sind Blümchen. Die kommen hier nicht rein. Der Grünkohl kommt hier rein. Und Ditte kommt hier rein. Und die Kakaobohnen. Da gucken wir auch mal, ob wir irgendwas mit zaubern können. Es ist ja nicht wie bei armen Leute hier, ne? Also Blumen habe ich ja wirklich genug. So, nehmen wir mal Honey mit. Die 5 nehmen wir mit für die Angel. Die könnte ich morgen... könnte sein, dass sie morgen zu haben, ne? Sonst könnte ich sie morgen abholen. Und ein Ei habe ich noch, das weiß ich. Das werden wir auch gleich mal reinpacken hier. Und dann hoffe ich, dass ich morgen die letzten 2 Hartholz kriege. Es müsste aber nicht gehen. Doch. Das müsste klappen. So, hier war noch was. Zack. Dann haben wir alles. Ja, komm, die Gottesanbeterin. Veräußern wir auch noch. Und dann geht das los. So. Ja, Herr Fluff, jetzt wird gepufft. So, jetzt aber ab ins Bettchen, komm. Ja, du siehst glücklich aus, das kann ich mir vorstellen. Wer bei mir lebt, der ist glücklich. 2,6, ja, ist nicht viel. 2,6 ist halt eben
Ist halt langsam wird's knapp, ne? Heute findet ein Fest statt. Ja, heute und morgen noch. Vielleicht werde ich morgen mal hingehen. Heute habe ich keine Zeit. Ich habe keine Zeit. So, was macht eigentlich die Schneeglöckchen? Ja gut, die wachsen vor sich hin. Die brauchen ja eh. Ich habe ja gesagt, 2 Tage länger. Also in den Frühling noch rein 2 Tage, glaube ich. Dann müsste er reif sein. Ist ein bisschen schade. Ich wollte das so gerne im Winter noch fertig haben. Aber was willst du machen? Es ist, wie es ist. Da kann man machen nichts. So. Hoffen wir mal, dass hier irgendwo so ein Dings rumliegt. Damit wir endlich mal die... Oh, was ist das? Kenne ich dich? Kenne ich dich? Das ist Wahnsinn, ne? Die sind einfach zu flott. Einfach zu flott. Hm. Vielleicht muss ich noch einen Tag länger warten. Das ist natürlich schade. Ach nee, da. Siehst du? Jawohl. Schön. Dann haben wir das zusammen. Ja. Richtig gut. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Oh, hoffentlich haben die heute nicht zu. Die Schreiners. Können wir mal gucken, ob die Schreiners heute aufhaben. Die Schreiners sind... wo sind die da? Ah, heute geschlossen. Zu wem wollte ich noch? Unten am Strand mal gucken. Die haben heute auf, um 9 Uhr, okay. Immerhin kann ich das dann machen. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. Bin ich ja nicht richtig für einen Teleporter? Ja. Ach, Mann. So, dann werden wir mal nach Tiere gucken. Ob es denen gut geht. Könnte auch sein, dass wir heute... Ja, doch, heute werden wir bestimmt... Nein, ich wollte nicht rein. Ich wollte nicht rein. Also wenn gerade alles günstig liegt, nehme ich es mit, ja. Na ja, gut. Weil manchmal ist es halt total schwierig, hier den Kram zu kriegen, dann, ne? Weil dann die Tiere am meisten im Weg sind. So. So, dann holen wir die mal raus. Holen wir die mal raus. Nicht vor, du. Und die auch. Jo. Kuh kann gemolken werden. Jawohl. Schöne große Milch. Und... Schnipp, schnapp, Wolle ab. Ja, und streicheln natürlich auch. Ja. So, ihr könnt raus, aber die gehen ja erst raus, wenn ich rausgehe. Da. So. Hey, es ist ja nur rausnehmen. Ich wollte wieder reingeben. Aber das muss ich über das Silo machen. Na gut, machen wir das so. Einlagern. Schön. Das ist doch gut. Das ist doch gut. So, dann kann ich eigentlich... Ja, komm, das mit der Angel machen wir jetzt gleich. Ja, ich brauche bestimmt Holz. Und da haben wir eine schöne Silberangel. Das ist schon mal nicht schlecht. Und das Ganze müsste ich dann... Da. Müsste ich dann mit der Dings auch machen, ne? Mit der... Mit dem Netz. Ganz, ganz dringend, dass wir da mal hinterherziehen. Ach, weißt du was? Wenn wir hier unten sind, dann machen wir mal Curling. Curling habe ich noch nicht gemacht. Gibt es hier eigentlich irgendwas? Ach, einkaufen. Ach, von 17 bis 23,50. Stimmt. Das haben die immer so ganz komische Öffnungszeiten hier. Bei dem Fest. Weil da wollte ich immer mal gucken, was zu kaufen gibt. So, mein Lieber. Bronzeangel. Und dann werden wir gleich mal aufwerten. Ja. Genau. Ja, einkaufen brauche ich bei dir nichts. Sehr schön. Läuft, läuft, läuft. Ja, 17 Uhr könnte ich hier mal vorbeischauen. Mal gucken, was die hier anbieten. Da habe ich noch nicht reingeguckt. Das wäre ja mal interessant, ne? Das wäre interessant. Was hier angeboten wird im Winter. So. Der Bürgermeister. Bürgermeister, wann haben wir Rang C? Aber da kann ich doch eigentlich auch gucken, ne? Was müsste ich einmal machen? Guck mal, Ozean. Da bin ich echt... Puh. Ach, das sind die...
Obwohl ich eigentlich da ziemlich gut bin. Da habe ich C. Vermächtnis. Was ist denn eigentlich Vermächtnis? Aktivitätsprotokoll. Okay, Stadtbewertung ist ein D. Ach so, die Sachen werden einzeln bewertet. Okay. Ich müsste die Quest einfach mal vorantreiben. Papaya, gut, das ist einfach die Quest von den Leuten. Von die Leute. Vergiss nicht, dein Grünzeug zu essen, Casual. Je bunter dein Teller ist, desto besser. Ich weiß nicht, ob das besser ist. So grüner mein Teller wird. Aber gut, wenn du das sagst, dann muss das wohl so sein. So, wo war mein Teleporter? Er war doch irgendwo hier. Er war doch irgendwo hier. Ja, da ist er. Gut, ab nach Haus. Stimmt, ich muss ja noch... Ach, ich muss ja noch... die ganzen tierischen Produkte abholen, Mensch. Und dann... ja, gehen wir vielleicht einen kleinen Moment in eine Mine. Schaffen vielleicht ein, zwei Ebenen. Wobei ich muss... ah, ich habe da gar keine Lust drauf, ne? Ich muss eigentlich Bronzeerze bekommen. Die brauche ich, um so manche Sachen halt eben nachzuskillen. So, da werden wir jetzt mal versuchen, die Teeblätter reinzukriegen. Ob das denn wirklich klappt. Dann haben wir gleich die besten, die es gibt. Die beste Qualität, die ich zu bieten habe. Ja, also Grüntee mache ich in dem Fass. Da gibt es kein anderes. Das ist das Fass, das du brauchst. So, dann machen wir da noch rein. Hagebutte und so ein Zeug. Ja. Hagebutte. Schöner Hagebuttensaft. Achso, warte mal. Ich habe doch noch Milch und Eier. Mensch. Da. 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 Alles rein. Ansonsten... lübt das alles hier. Ja, gut, okay. Ja, weil wenn ich jetzt mein Dings verbessern will, mein Netz, dann brauche ich nochmal Kupferessenzen. Und da habe ich... nee, ich habe 8. Das reicht im Moment. Warum brauche ich Kupfer? Für irgendwas brauche ich Kupfer. Na, wir werden sehen. Trotzdem gehe ich einen kleinen Moment in die Mine. Und dann schauen wir nachher mal auf das Fest. Was die da machen. Und dann mache ich vielleicht mal Curling. Habe ich noch gar nicht gemacht. Habe ich alles dabei? Nee, mir fehlt... ach, Mensch, Herr Fluff. Mann, was machst du extra? So, ich muss mal zu den Werkzeugen. Ich brauche... ach nee, Hammer habe ich ja dabei. Ja, Hammer habe ich doch dabei. Ach, ich muss das eigentlich alles mal sortieren hier. So ein bisschen Kuddelmuddel hier, ne? Es gerät immer wieder in Kuddelmuddel bei mir. Ist ganz schlimm. Wo ist ein Hammer da? Das ist ganz gut, wenn man die nebeneinander hat. Guck mal, ein paar Bonsch habe ich nämlich auch noch hier. Ja. Kann man nicht. Ach, kannst du auch. Ach, das geht besser. Warum sortierst du das da runter? Was soll das denn? Also, das ist ja ein totaler, ne? Und so. So. Das soll nochmal weg. Judy. Ja, dann. Ab in die Mine. Für eine kurze Zeit nochmal. Ja, schaffe ich vielleicht eine Ebene. Mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit die... oh, das nehmen wir gleich mal mit. Lecker Grünkohl. Ist das Grünkohl? Ich glaube ja, ne? Erstmal ist das gar nichts. Ja. Jetzt war... da war es eben. Grünkohl und Kohlsprossen. Mmh, lecker. Mehr geht nicht. Okay, gut. Noch mehr Grünkohl. Noch mehr Tiere. Noch mehr den Käpt'n aufhalten. So. Jetzt aber runter, ab in die Mine, wa? Ah jo, 30, okay. Okay, Stufe 30. Ja, 5 Stufen schaffen wir jetzt? Warum gehe ich ja nicht runter? Das schaffe ich ja gar nicht. Ich hätte die Seile mitnehmen sollen. Ja, wollen wir das mal machen? Ja, komm, machen wir mal. Ich nehme mal die Seile mit. Dann sind wir ja ratzefatze durch, wa? Ich glaube, ich habe so... na, wieso 5? 6? 5 wäre schon gut. 5 wird ja reichen. Dann sind wir auf Stufe 35. Das wäre perfekt. Und diese Dinger brauchten ja irgendwie Steine, komischerweise, diese Seile. Die brauchten Steine. Müsste, wenn hier... ja, guck mal, 5 Stück. Genau 5 Stück.
Bam. Ich finde diese Fallen so lächerlich. Du kannst ja Fallen machen für die Monster im Dings. Oh, die sind so gefährlich. Da muss ich mich vorbereiten und extra Fallen auslegen. Ja, kann man machen. So, Stufe 30. Und dann ballern wir uns mal einfach schön. Ah ja, guck mal, hier kann ich sogar so runter, da spare ich mir ein Seil. So. Und schon sind wir auf 31. So, wo ist das Seil? Haben wir noch nie benutzt. Das ist schon praktisch, ne? 32. 33. Ah, ist das schön. Gut, ich könnte jetzt auch einmal rumlaufen, gucken, ob Ärzte da sind, aber ich will einfach ein bisschen weiter. Oh, ja, die nehme ich natürlich mit. Bin hier so demonstrativ. Sehr schön. So, noch einmal. Ja, perfekt. Läuft. Richtig gut. Stufe 35. So, dann sammeln wir mal alles ein, was hier ist. Beziehungsweise machen erstmal alles platt, was hier ist. Oh, das Ding dürfte gerne mal mehr Schaden machen. Gut, ich könnte das auch mal verbessern bei den... Bei den großen Riesen. Bei den kleinen Riesen. Dann wird es bestimmt auch nochmal einen Effekt dazugeben, der vielleicht ganz praktisch ist. Größere Crit-Chance oder irgendwie sowas. So, hier ist ja rein gar nichts, außer Steine. Steine haben wir nun wirklich maximalen Überfluss. Guck mal, eine Stunde ist nämlich schon so weit, da geht es auf dem Fest weiter. Ah, volles Programm hier, ne? Ach, der hat da drauf gehockt. Der hat da drauf gehockt, richtig gut. Ja, Steindomino. Sehr gut. Und runter. Oh, da hockt aber einer, dem ganzen Gold. Kommt's nicht? Na gut, dann... Ja, der kommt nicht her, ne? Na gut, so 17 Uhr. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, jetzt 5 Stufen zu machen. Das heißt, nächstes Mal können wir bei 35 weitermachen. Müsste ja so sein. Nee. Warum? Moment mal. Moment mal. Ach, das zählt ja wahrscheinlich nicht, ne? Kann das sein? Das zählt nicht. Zählt das nicht, wenn ich das mit dem Seil mache? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich dachte, jetzt hätte ich jetzt Stufe 35 als nächstes. Das ist aber sehr ungünstig, muss ich sagen. Na toll. Muss man die vielleicht selber wirklich finden, die Ausgänge, dass das erst zählt? Möglich. Ich war ja Stufe 35. Ja, moin, hallo. Alle gehen sie hier hin. Ach, guck mal, jetzt kriege ich die Broschüre. Guck mal, die noch gar nicht gesehen. Also, Ben einkaufen. Ja, da sind wir gerade. 2 ist Wintermarktladen. Ja, da war ich schon am Tag. 3 Trivia Minigame. Das habe ich... Das mache ich gleich mal. Das ist ganz nett. 4 Shooting Minigame. Das ist auch noch ganz okay. Curling habe ich noch nicht gemacht. Magnetfishing habe ich gemacht. Und Match Pattern, das machen wir auf jeden Fall nicht. Das ist nichts für mich. So, was verkaufst du denn hier? Ein Zwicker? Kugelfisch Züchter Outfit. Ne, ich brauche kein Kugelfisch Outfit. Kirschblütenbild. Pokio Teppich. Holzpfad. Holztor. Warum verkaufst du solche Sachen? Eisenzaun. Koko de Meer. Mohnsamen. Jetzt ist die Frage: Kriege ich das Zeug überhaupt? Mohnsamen? Der hat immer nur einen. Oh, ich dreh durch. Juhu, wir haben Mohn. Aber gut, vielleicht brauche ich es für eine Quest. Gut, dann gehen wir mal zu dem... Das ist ganz witzig hier.
Das hier. Boah, ist das schön. Schön beleuchtet, ne? Trivia Night. Quiz. Farm, Forage, Artisan. Machen wir Farm. Ach, witzig, sowas gab es ja gestern gar nicht alles. Möchtest du Farm-Quiz spielen? Ja, möchte ich gerne. Und dann musst du Dinge erraten, was es ist. Das ist ganz lustig. So, was haben wir? Was ist das? Es ist Mais. Jawohl. So, was haben wir? Oh, was ist das denn? Schwarzer Trüffel, Wolle, weißer Trüffel. Weißer Trüffel? Jawohl, kenne ich noch nicht. Na, das ist eine Kartoffel. Da muss ich ja nicht lange raten. Das ist Wolle, oder? Ah, wahrscheinlich Lama-Wolle. Oh, ein Ei. Nein, es ist nicht einfach nur ein Ei. Ja, das ist hier eine Papaya. Was? What? Ja, dass ich da richtig schlecht bin, ist mir klar. Wie, das war keine Papaya. Oh Mann. Machen wir Forage. Forage. Puh. Haben wir ja schön blamiert jetzt. Das ist Pfeilchen. Jawohl. Das ist hier ein Morchel. Ja, schöner Morchel. Ein Tulpe oder was? Elefanten, ja, muss ja. Jepun? Oh, Jakobsmuschel, jawohl, Glück gehabt. Ach hier, das habe ich doch eben gehabt. Teebeere, jawohl. Oh, das ist eine lila Kauri, ja, lila Kauri-Muschel. Ah, das habe ich eben noch gehabt. Nee, eine Kohlsprosse, jawohl. oh, ja, die habe ich doch, die Dinger. Nee, das ist nicht was. Ja, das ist Ingwer. Nein, nein, das ist Ginseng, Junge. Was ist das? Kenn ich nicht. So habe ich schon mal gehabt, ja. Naja, gut, 12 von. Erster Platz. 500 Gold, 11 Punkte, jawohl. Kann man mal machen. Kann man mal machen. So, jetzt habe ich die erstmal abgezogen. Kann ich doch mal weiter. Zum Curling. Gehen wir mal Curling. Curling haben wir noch nicht gemacht. Wo muss man denn da hin? Ah, da. Curling starten. Ja. Ich finde das komisch, dass du bei manchen Sachen testen kannst, bei manchen nicht, ne? Okay. Ah, das war ja richtig toll. Junge, das hat da so. Boah. Ja. Hm. Boah, knapp dran vorbei. Ah! Achso, das ist einfach nur ein Hindernis. Bei der 20, ne? Ein noch. Yes. Nein, nein, zu weit. Achso, das sind 30 Punkte da hinten. Achso, ja, ich habe gewonnen. Silberne, bronzene. Achso, ich dachte, da hinten waren 3 Punkte. Das wäre dann schon zu weit. Jo, haben wir das mal eben gemacht, ne? Nee, Enten mache ich jetzt nicht. Nee, Enten mache ich jetzt nicht. Habe ich schon. Ja, moin. Ach, ist das schön hier. So, was ich nochmal gucken kann, ist hier auf dem Markt da, aber ich glaube, die werden nicht andere Sachen haben heute als über den Tag. Die haben einfach nur Klamotten, ne? Das finde ich ein bisschen schade, dass sie nicht spezielle Sachen haben. Ozean, blaue Strickmütze, okay. Nee, ich bin ja schon eingekleidet. Dann gehe ich mal nach Hause, ne? Die gehen jetzt alle aufs Fest. 19:30, da muss so ein Captain schon mal ins Bett. Doch, doch. Da muss ich schon mal ins Bettchen. Ich finde das ja doof mit dem, mit der Mine, ne? Dass ich die 5 Schritte nicht bekommen habe. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht geht, wenn du Seil benutzt. Also, oder war da was falsch? Oder habe ich jetzt was? Oder geht das nur 10er Schritten ab 30? Ja, Fluff. Du weißt es auch nicht, ne? Ich weiß es auch nicht. Gehen wir mal ins Bettchen, ruhen uns ein bisschen aus. So, was haben wir erreicht heute? Ja, verdiente Leistung, klar, auf dem Markt. 4.400, ja, sehr schön. Das ist schon mal ganz ordentlich. Und heute ist der letzte Tag des Festes, des Winterfestes. Ich habe 34.000 und ich hoffe, wir kriegen heute 2 Hartholz zusammen. Das sollte ja wohl gelingen. Dann können wir nämlich endlich die Scheune erweitern. Dann können wir uns eine Ziege holen und auch noch mehr Tiere. Das sollte ich sowieso mal machen. Ja, ich streichel dich. Habe ich ganz vergessen? Ich habe dich doch gestreichelt. Mensch, ja. Und schön wäre natürlich, wenn ihr nicht vergessen würdet, diese Folge reinzuschauen. Sonst bin ich auch so traurig wie Herr Fluff. Ja, ist so. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder da seid. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.